Hallo und ja, zurück zu einer kleinen informativen Session. Da ich jetzt öfters in den Kommentaren gefragt worden bin, wo meine Traglast, wie meine Traglast entsteht, da das aber alles jetzt schon zig verschiedene Möglichkeiten gibt und ich denke mal, ja, es wäre besser, wenn ich das jetzt hier per kleines Video mache, was jetzt so zwischendrin ist. Werde ich das jetzt Ganze mal versuchen, mal ein bisschen aufzuschlüsseln, damit vielleicht der eine oder andere noch den eine oder andere Idee vielleicht noch mit hinzukriegt, wo ihm was vielleicht fehlt oder ähnliches. Da ich ja sehr auf Traglast stehe und mich schon jetzt sehr häufig gefragt worden bin, warum kannst du so und so viel mit dir rumschleppen. So, gehen wir mal erstmal vom Grundprinzip durch. Heißt, wir gehen erstmal natürlich durch die Skills. Also erstmal würde ich sogar durch die einzelnen Dinger durchgehen, wie ich sie verteilt habe, warum ich sie verteilt habe und Käse. So, das Wichtigste, um Traglast zu erhalten, ist halt der Stärkewert. Das ist halt das oberste Nummer 1, weil eine Stärke ergibt immer 5 Traglast. Dass ich diesen natürlich deswegen gemaxt habe, ist, denke ich mal, dann auch verständlich. Damit habe ich jetzt halt schon mal 30 Stärke mehr. So. Was habe ich jetzt drinne? Also ich habe meistens, laufe ich immer mit permanent stärker Rücken rum, weil halt 40 Tragkapazität plus, deswegen habe ich diesen eigentlich auch immer als Max drinne, damit ich diesen halt auch öfters benutzen kann. So, da ich größteilig auch öfters mal Stimpaks habe, habe ich mir die Reiseapotheke zugelegt, damit die Camps und Stimpaks halt weniger wiegen, 60%. Man könnte ihn jetzt auch noch auf 30 ziehen, passt aber jetzt halt nicht so ganz ins Spielprofil, wie ich halt den Charakter spiele. So, das nächste, was ich habe, ist auch wieder Gewichtsreduzierung und zwar bärenstark. Ich spiele halt gerne mit schweren Waffen. Schweren Waffen sind halt größteilig ja, Raketenwerfer, Mini-Nuke, Minigun, Gatling-Laser, allen möglichen Käse. Und es hilft halt ungemein, wenn man da halt 90% weniger Traglast drauf hat. Dass sie wirklich weniger wiegen. So, jetzt habe ich hier noch 2 Schadensperks drin. Na, eigentlich sind es 3. So, dann habe ich den Waffengurt drin. Munition für ballistische Waffen wiegen 45% weniger. Den habe ich auch nur auf 1. Den könnte man eigentlich auch noch auf 1 mehr raushauen. Aber bringt mir jetzt auch nicht so viel. So, und Messi. Weil ich immer alles mitnehme. Das heißt, Schrottgegenstände wiegen auch nochmal 50% weniger. So weit, so gut. Dann sind wir jetzt schon mal bei Stärke durch. Das ist sozusagen das, was ich eigentlich standardmäßig immer drin habe. Warum ich jetzt hier zum Beispiel einige nur mit 1 Stern drin habe, ist halt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mein Groß und Schwer rausnehmen würde, könnte ich die anderen zwar auf Max ziehen. Also Messi, Waffengurt und halt auch Reiseapotheke, um halt noch mehr rauszuziehen. Würde mir aber im Endeffekt nicht viel bringen, da ich dann halt mit meinen schweren Waffen weniger Schaden anrichte. Deswegen sind hier auch nur die Groß- und Schwerdinger nur mit einem Perk vertreten. So, das zweitwichtigste, was ich finde, was noch Gewicht angeht, was ich auch öfters gefragt werde, ist Batterie enthalten bei mir. Das findet man unter Intelligenz, deswegen sind da auch so viele Punkte drin, weil Energiewaffen wiegt 90% weniger. Ich stehe auf Powerrüstung, ich stehe auf Gatling Laser, ich stehe auf Gatling Plasma. Das sind übrigens große und schwere Waffen. Ne? Das heißt, ich habe halt sehr häufig viele Fusionskerne. Fusionskerne sind in dem Spiel das Schwerste schlechthin. Durch Batterien enthalten, wiegen die aber für mich legit nichts. Also man kann sehen, 0,3 wiegt einer. Deswegen kann ich mir auch so mal 30 oder ne, mittlerweile sind es 80, über 80 Fusionskerne einfach so mal mit rumschleppen, ohne dass ich jetzt sagen muss, ja, hey, ich platz gleich. Weil wenn ich den jetzt rausnehmen würde, dann wäre ich jetzt schon bei 600. Also, ich könnte mich nicht mal mehr bald bewegen. Das ist halt extrem viel. So, deswegen ist das auch bei mir ein Standard-Perk, der permanent drinne bleibt. So, wenn ich ihn jetzt wieder reinmache, dann geht's halt runter auf 200. Das macht halt sehr viel aus. So, darunter zählen halt auch sowas wie Fusionszellen, ja, alles was Energiewaffen betrifft, Cryozelle benutze ich viel, Brennstoff zählt auch unter, na, jetzt komme ich nicht drauf, unter Energie, deswegen da habe ich dann halt auch immer relativ viel Munition für bei.
Für den Waffengurt, ja, das sind dann halt die ballistischen Waffen. Weil die zweitschwersten Waffen sind immer noch die Gewehre. Also heißt Automatikgewehre oder Standardgewehre. Das sind meistens auch welche, die 20 Kilo oder mehr überschreiten können. Locker. Also die wiegen halt auch immer viel. Da ich hier auch gerne mal mit Gewehren rumballer, und auch Gewehrperks besitze, ist das natürlich dementsprechend mistig. Es gibt aber leider kein Gewehrperk, der sagt, deine Gewehre wiegen weniger. Also so eine Perkkarte gibt es nicht. Ja gut, dann habe ich nur noch eins, was ich öfters mal auswechsle, wenn ich jetzt kurz vor Ende des LPs bin. Weil ich bin ja ein Messi, ich loote alles. Das heißt, bei mir fliegt zwischendrin, was man dann meistens nicht sieht, weil das dann halt offscreen bei Vorbereitung passiert, fliegt bei mir das Schleichen raus und es kommt bei mir der Tutinka rein. Also der Tutinka lässt Nahrungsmittel und Getränke weniger wiegen. Ja, sorry, ich mach das halt zum ersten Mal so Erklärvideo. Bitte sieht mir das nach. Wie gesagt, dann fliegt halt da Schleichen raus. Das fällt nicht immer so häufig auf, wie es ist. So, ich denke mal, das war jetzt so im Ganzen das, was ich halt immer größtenteils häufig benutze. Was anderes, weil ich ja halt auch öfters mal überladen bin, was man aber nicht so mitkriegt. Jetzt habe ich hier noch inspirierend von der Levelwoche drinne, wo ich eigentlich auch noch bin. Da habe ich halt meistens einsamer Umherziehender drinne, ne? Der erhöht meine AP-Regeneration und meistens kann es halt auch sein, dass dann halt meine Traglast nicht so hoch ist. Dann gehe ich hier auf den Tutinka mit 2 und hier den Action Boy auf 1. Heißt, meine AP regenerieren sich schneller. Ist halt ein bisschen, ja, angenehmer so rumzulaufen, selbst wenn man überladen ist. Weil es kostet ja dann eigentlich AP. So, das war jetzt das Perk-Gehabe. Dann kommen wir jetzt mal zum, ja, anderen Sachen. Was halt noch viel wiegt, was man eigentlich auch über Stärke regeln kann, was ich jetzt aber nicht mache. Das wäre, habe ich eigentlich sowas hier? Nee, sowas habe ich nicht. Und zwar gibt es hier einen Sprengstoffzug. Ich weiß jetzt nicht, wie genau der Perk heißt. Der lässt halt Sprengwaffen weniger wiegen. Nutze ich jetzt prinzipiell nicht so. Der würde dann halt eine Mini-Atombombe oder sowas wie Raketen weniger wiegen lassen. Darunter zählen auch Granaten und Co. Also Minen. Könnte man jetzt auch noch mit reinnehmen. Wie gesagt, dann habe ich aber halt keinen Schaden auf meinen schweren Waffen. Deswegen habe ich mir prinzipiell angewöhnt, entweder den Daisy Cutter mitzuschleppen. Den Daisy Cutter, den hatte ich damals aus der Quest bekommen. Der hat ja auch schon alleine von Hause aus Gewicht um 90% reduziert. Und würde ich so einen Raketenwerfer nochmal kriegen, würde ich den genauso nehmen. Also der Daisy Cutter wiegt bei mir legit nichts. Also das sind 0,2 Kilo. Das ist gar nichts im Gegensatz zum anderen. Weil bärenstark halt die Waffen einmal reduziert. Somit hatte ich nur immer meistens das Problem mit, ja, Mini-Atombomben und Raketen selbst. Das heißt, dass mir die als einziges stören. Und wenn ich zwischendrin dann halt mal die Raketen einfach rausschieße auf irgendeinen Supermutant oder ähnliches, dann wird man halt ganz schnell leicht. Ja, gut, das waren jetzt so die Sachen. Denn das, was man eigentlich auch öfters mal vergisst, man kann ja hier auch per Q, also hier ist es beim PC so. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Xbox oder PlayStation ist. Kann man sich auch nach Gewicht sortieren lassen. Also hier unten sieht man das Gewichtssortierung. Und man sollte auch öfters mal in diverseres reinschauen. Weil es gibt zum Beispiel Atomraketen-Schlüsselkarten, die haben ein Gewicht pro. Ja, also wenn man davon zu viele sammelt und sie halt nicht abarbeitet, kostet halt Gewicht. Dann gibt es halt noch diese ganzen Erzdinger. Ich habe jetzt hier extra noch zweimal aufgehoben. Einmal unverarbeitetes Kristall und Bleierz, dann gibt es noch Aluminiumerz und andere Erze. Die vergisst man relativ schnell, aber die wiegen was. Das heißt, wenn ihr damit euer Inventar vollmüllt, Beispiel 200 Gold rumschleppt und die nicht verarbeitet, wiegen die. Die gehen auch nicht in irgendwelchen Perk-Karten auf, also sowas wie Messi und ähnliches zählen die nicht. Messi sagt ja eigentlich, Schrottgegenstände werden reduziert vom Gewicht. Darunter zählen die nicht. Das heißt, da ignorieren sie es. Erst wenn ihr sie sozusagen an der Laborwerkstatt einmal geschmolzen habt. Also hier hinten. Hoppala. So.
kann man ja hier alles einmal schmelzen und da gibt es halt unentwegt viele. Man braucht aber jeweils immer Säure. Deswegen, das ist so das Erste. So, das andere, ja, Reparaturkits wiegen halt auch was. Das ist, wenn man Brandbestienkönigin macht oder halt sie sich im Atom Shop kauft. Und hier haben wir auch ein wunderbares Exemplar. Verbrannte, die unter aufhaltsamen Comics. Davon gibt es auch Bücher und Zeitschriften und ähnliches. Die werden alles in diverses abgelegt. Die könnt ihr auch bei jedem Shop verkaufen. Aber auch diese Scheiße wiegt was. Also auch die zählt da mit rein. Was ich jetzt mittlerweile cool finde, so die meisten Gegenstände davon haben jetzt ein Nullgewicht. Also da passiert halt nichts weiter. So, was man halt auch nicht immer zu viel mit rumschleppen sollte, was ich auch immer ungern mache, ist Stimpaks, Weatherx, Weatherway und ähnliches. Also Weatherway gehe ich immer runter auf 20, weil falls Nuke-Zone ist, habe ich immer genug Weatherway, um es mir wegzunehmen. Das heißt, alles andere wird meistens in NPC verkauft. Red X nutze ich prinzipiell eher das verdünnte Zeug. Also ich mache auch aus dem Red X normal das verdünnte Zeug, weil das hat was mit Mutation zu tun. Weil Red X selbst verhindert Mutation. Zur Mutation kommen wir aber gleich noch. So, denn habe ich meistens sowas wie, ja, das vergammelt jetzt gleich, das sollte ich dann mal gleich essen. Das war jetzt sozusagen Ameise. Und es gibt halt verschiedene Arten von Essen, was dir Traglast hinzugibt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier gebratene Ameise für 30 Minuten, 2 TP, Sekunde wiederherstellen und plus 10 Tragkapazität. Es gibt noch was Besseres, das nennt sich Rathirsch. Rathirsche laufen hier überall rum, kann man überall mal looten. Das nehme ich auch größteilig immer mit. Das gibt sogar 20. So, normalerweise gibt es aber nur die Hälfte. Jetzt kommen wir mal zu dem anderen, und zwar zu den Mutationen. Ich habe mir deswegen nämlich extra Fleischfresser geholt. Heißt, ich darf nur noch Fleisch essen, was mir meine Nahrung sättigt. Und dafür bekomme ich dann halt den zweifachen Vorteil. Das heißt, normalerweise gibt ein Radameisen-Steak gekocht nur 5. So habe ich halt 10. Heißt, ich verzichte jetzt auf Gemüse. Wenn ich jetzt Gemüse essen würde, würde nichts passieren. Und ich bekomme halt auch keine Krankheiten. Das nächste, was auch sehr wichtig ist, ist Beuteltier. Finde ich immer noch die beste Mutation überhaupt, weil man sich mit Fleischfresser zum Beispiel nicht auseinandersetzen kann. Beuteltier ist minus 4 Intelligenz und gibt dir Tragkapazität plus 20 und Sprunghöhe. Sprunghöhe ist cool, ja, aber mir geht's halt da wirklich um die Tragkapazität. Das kann man auch nochmal steigern, wenn ihr mit Freunden spielt. Und zwar folgendes gibt es, habe ich diesen überhaupt? Nee. Unter Charisma gibt es ein Dutzend seltsamer. Das heißt, wenn ihr mit Freunden spielt, dann könnt ihr diesen reinnehmen. Der kostet euch einen Punkt in Charisma. Und schon könnt ihr das sozusagen verdoppeln für jedes Teammitglied, was ebenfalls Beuteltier besitzt. Heißt, ihr habt dann nahe 25, dann 30 und geht halt immer weiter hoch. Auch die Sprunghöhe ändert sich. Also man kann dann sogar Fallschaden bekommen vom Springen. So, das ist jetzt das soweit. Jetzt sieht man hier, ich habe hier plus 16 Stärke, obwohl eigentlich nur weniger sein sollte. Das Wichtigste ist, ihr solltet halt auch immer gucken, dass ihr eure Nahrung zusammensammelt und halt auch das Wasser. Damit ihr halt auch immer volle Vorteile bekommt durch das gut ausgeruht. Weil es gibt halt auch nochmal ein bisschen was dazu. So. Dann hatten wir jetzt die Mutation. Wie man Mutation bekommt, hoffe ich, wisst ihr. Ansonsten mache ich dazu auch nochmal ein kleines Nebending. Jetzt kommen wir mal zu Fleisch grundsätzlich. Also man tötet ja relativ viele Tiere. Das Wichtigste ist, wenn ihr Tiere tötet, dann habt ihr die Rohform des Fleisches. Geht an eine Kochstation und verkocht dies. Erstens bekommt es mehr Haltbarkeit dazu. Zweitens, die meisten, also 90%, es gibt auch einige Items wie zum Beispiel Kröten, Eier, die werden schwerer, aber die meisten Items werden leichter dadurch, weil ihr sie verkocht. Sie werden nicht nur haltbarer und genießbarer, sondern halt auch, ja, es verliert Gewicht. Gut, dann kommen wir mal zu Rüstung. Rüstung laufe ich grundsätzlich eigentlich immer mit, ja, tiefen Taschen rum.
Also grundsätzlich habe ich zusätzliche Taschen drin. Es gibt aber insgesamt zwei Taschen, die man sich holen kann. Also, dann gehen wir mal hier ran. So, machen wir mal hier falsch. Also es gibt hier einmal sozusagen zusätzliche Taschen und eigentlich noch normale Taschen. Und normale Taschen machen 5. Die habe ich jetzt hier leider nicht. Ich habe hier nur die zusätzlichen tiefen Taschen. Die machen 10. Jetzt gibt es auch Rüstungsteile. Ihr seht ja hier zum Beispiel bei der Chamäleon Polymer Kampfrüstung habe ich +1 Beweglichkeit drauf. Wenn ihr da Stärke drauf habt, gibt das euch auch mehr Traglast dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt Rüstungsteile findet, die +1 Stärke geben und die zu euren Setup passen, könnt ihr sie mit reinnehmen. Ist echt kein Ding. Passt somit eigentlich ganz gut. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auf jeden der einzelnen Rüstungsteile 10 Tragkapazität. Mindestens mit drauf. Außer hier. Warum habe ich hier keine zusätzlichen tiefen Taschen? Okay, hier fehlt mir sogar noch eins. Da haben wir mal wieder ein gutes Beispiel gehabt. Hätte ich sogar nochmal 10 mehr kriegen können. Das muss ich dann halt nochmal ändern. Oh, ich stehe hier ein bisschen im Licht. Gut. Ja. Das jetzt dazu. Denn gibt es ja noch die Möglichkeit der Powerrüstung. Die beste Traglast-Powerrüstung ist halt immer noch die Bagger. Weil die Bagger-Powerrüstung gibt einmal von vornherein, wenn man alle Teile zusammen hat und sie dann anhat, insgesamt 100 Traglast dazu. Das ist sozusagen so ein geheimer Effekt. Kann ja mal kurz reingehen. Damit das dann besser mit drin ist. So. Also, jetzt haben wir... Oh, die ist schon wieder im Eimer. Das müsste eigentlich hier mit unter Statistik mit Effekten stehen. War das hier nicht irgendwo? Irgendwo stand es mit drinne. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo. Irgendwo hatte ich das gesehen, oder stand das hier bei der Rüstung selbst mit bei? Na, wo ist sie? Da haben wir eine. Verbessert Ausbeute beim Ausbau von Rohstoffen. Nee, irgendwo stand es aber drunter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß jetzt bloß nicht wo. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lang in die Länge ziehen. Also sie gibt einmal 100 dazu. Jetzt ist es so, ich benutze halt hier auch extra 2 verschiedene Mods auf den Beinen. Auf den Beinen kann man sich kalibrierte Stoßdämpfer draufschrauben. Die kalibrierten Stoßdämpfer geben halt nochmal eine Tragkapazität von 50 dazu. Das heißt mal 2... bin ich schon mal bei 100 plus. Dadurch, dass es eine Bagger Power Armor ist, kriege ich 200 plus. Dazu benutze ich auch meistens, jetzt muss ich die Brust finden, hier, bewegungsunterstützende Servos, die gibt mir 2 Stärke dazu. Das heißt, ich kriege auch nochmal, nur weil ich die Brust anhabe, +2 Stärke, haue ich mir sozusagen nochmal 10 oben drauf. Deswegen, das ist halt so wirklich die Farmrüstung schlechthin. Komme ich auf ein Gesamtpaket von 505. So, jetzt ist euch aber sicherlich aufgefallen, ich kriege ja von der Rüstung nichts dazu. Das heißt, wenn ich jetzt in die Bagger Power Armor einsteige, bekomme ich meine ganzen Rüstungswerte mit tiefen Taschen gar nicht dazu. Das heißt, entweder oder. Was ich jetzt hier aber auch noch habe, ist jetzt der große Rucksack. Das ist die Kaulquappen-Quest. Damit bekommt ihr eigentlich nochmal 60 hinzu. Ich habe jetzt hier mittlerweile schon den Mod drauf mit höherer Tragkapazität. Da kriege ich nochmal 60 zusätzlich dazu. Die Videos kommen noch im Anschluss. Also das ist halt jetzt außerhalb des Let's Plays. Deswegen nicht wundern. Sehen werdet ihr noch, wie ich das hole. Und ja, Unterrüstung ist auch nochmal so ein Ding. Also wie gesagt, es wird gerade ein mega langes Video. Ich dachte eigentlich, das wird so 5 Minuten, aber gut. Es gibt halt sehr viel, was mit reinfließt, deswegen ist es auch schwer zu erklären. Bei Unterrüstung gibt es auch verschiedene Arten von Unterrüstung. Jede Unterrüstung hat aber, also größtenteils die meisten Unterrüstungen, können nochmal bearbeitet werden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Marine behandelt. Also mit behandeltem Futter, Mod drauf, der mir auch nochmal Stärke hinzugibt. Und wie gesagt, jeder Stärkepunkt ist gleich Traglast. Man kann es jetzt auch nehmen für ein Nahkampfbild, aber ich bin halt ehrlich gesagt nicht so der Nahkampfkämpfer. Das ist mir dann eigentlich eher so wurscht. Ich ziehe mir halt wirklich nur die Traglast raus. Ja. Hoppala, jetzt wollte ich dich wieder einsammeln.
Die habe ich eigentlich auch meistens bei, weil sie halt noch ein bisschen mehr gibt. Die Bagger Power Armor. Und ja, soweit das. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Schrott. Es gibt ja quasi normalen Schrott, den man sozusagen findet. Beispielsweise eine Lampe oder ähnliches. Wenn ihr die kaputt macht, wiegen sie deutlich weniger. Und es gibt noch ein zweites Mittel. Weil zum Beispiel hier bei Aluminiumschrott, das wiegt jetzt 0,5. Es gibt jetzt hier aber auch noch eine große Menge, wiegt 0,25. Sind 10 Aluminiumschrott. Heißt quasi, es ist ein bisschen weniger im Gewicht, wenn man sie zusammenmixt. Zusammenmixen tut man einfach über die Bastelwerkbank. Über große Mengen. Man braucht dafür aber immer Plastik. Also ohne Plastik geht es nicht. Deswegen, bei mir mache ich das meistens prinzipiell bei sämtlichen Sachen. Guck, dass ich die dann halt zusammenmix, um halt weniger Gewicht zu bekommen. So, ja. Ich denke mal, das war's jetzt soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles soweit drin. Eins noch, stimmt. Es gibt legendäre Rüstungsteile. Ich besitze jetzt auf diesem Char leider keine. Die auch Gewicht von Waffen, Munition, Schrott oder ähnlichen reduzieren um 20%. Auch damit könnt ihr nochmal mehr Tragkapazität rausholen. Das heißt, die Sachen wiegen einfach weniger. Und dadurch kann man halt viel mehr mitnehmen. Gut, ja, dann werde ich jetzt mal gleich mit meinen Kollegen in die Aufnahme gehen. Die werden sich bestimmt schon versammelt haben. Jo, die warten wohl wahrscheinlich schon wieder nur auf mich. Und ich hoffe, es konnte euch so ein bisschen helfen. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel. Ist jetzt das erste Mal so ein bisschen Erklärung. Kam jetzt auch viel dazu. Ist ja halt auch ein groß umfassendes Thema. Aber ich hoffe, ihr konntet euch vielleicht noch das eine oder andere nehmen, um halt auch ein bisschen mehr Traglast zu halten. Denn wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Fallout Let's Play. Und wir sehen uns dann dort spätestens wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.